Dann möchte ich natürlich auch unseren Hauptsponsoren hiermit nochmal übermitteln. Das ist zum einen die Gesundheitskasse AOK Mecklenburg-Vorpommern und zum anderen die Ostsee-Zeitung. Und natürlich auch ein besonderer Dank gilt dem Ostseebad Boltenhagen, nebst Kurverwaltung, die uns den Strand hier heute sauber und ordentlich zur Verfügung gestellt haben. Auch wenn er ein bisschen schmal war, aber das gibt sich wieder beim nächsten Mal. So, dann wollen wir beginnen. Fangen wir mit den Damen an. Auf Platz 10 hat sich der ESV Dresden qualifiziert. Bitte einen Verantwortlichen nach vorne. Herzlichen Glückwunsch. Platz 9. Die Gastgeber SG Strandgut. Übergeben wir so die Urkunde. Die sind nämlich beschäftigt und bauen ab. Und so zwischendurch könnt ihr auch ruhig nochmal einen Applaus loslassen für den SV Blau-Weiß Grevesmühlen, der ja hauptsächlich hier die ganze Veranstaltung organisiert, auf- und abgebaut hat, sich sehr viel Mühe gebaut hat. Ich denke, das ist ein entsprechender Applaus wert. Dankeschön. Auf Platz 8. Bitteschön. Platz 8, die Ballermiezen. Dahinter verbirgt sich eine Damenmannschaft aus Greifswald, Lloyds Spielgemeinschaft. Sind schon abgereist, gut. Platz 7, das Team Geile Zeit. Platz 6, die Unverwüsteten. Die Unverwüstlichen, langsam. Platz 6, die Unverwüstlichen. Herzlichen Glückwunsch. Dann haben wir Platz 5, die Beach Dinos Berlin. Auch herzlichen Glückwunsch. Platz 4, das Team aus Berlin, BTM Sasa Berlin. Schicken wir nach. So, dann kommen wir zu den drei Hauptplatzierungen. Hier gibt es jeweils einen Pokal, dann eine kleine Flasche, um den Pokal zu befüllen. Und den Platz 3 möchten wir übergeben und gratulieren dem Strudelduner HV. Herzlichen Glückwunsch. Platz 2 geht an die Gurkentruppe aus Wismar. Und Turniersieger.